unserem Weltcup-Star, unsere Olympia-, Silber- und Bronzemedaillengewinnerin, Katharina Gallhuber. Herzlich willkommen hier in Diepach. Was uns jetzt interessieren würde, ist natürlich, was ist so ein bisschen das Erfolgsrezept von so einem erfolgreichen Skiclub? Gößling ist eine relativ kleine Gemeinde mit noch über 2000 Einwohnern und produziert dort am Fließband wirklich also so Top-Athleten. Also ich bin das erste Mal auf die Ski gestanden mit 3 Jahren. Da bin natürlich noch Mama, Papa auf die Ski gestellt, aber dann war ich schon beim Skiclub-Training live dabei und das ist wirklich immer sehr, sehr gut gestaltet gewesen. Haben viel, viel Spaß gehabt. Das heißt, glaube ich, das Wichtigste ist, dass man das, was man tut, mit Spaß macht, weil dann geht er am meisten weiter. Die Unterstützung von den Eltern ist ganz, ganz wichtig. Also bei mir ist jetzt nur für die Mama dabei, weil einfach das mental trotzdem sehr herausfordernd ist und da braucht man Unterstützung. Und ja, ich denke, das Allerwichtigste ist einfach wirklich Verein, der was alle Athleten unterstützt, auch vielleicht manche, die was noch nicht so weit sind wie andere. Und schaut, dass ich wirklich durch gut trainieren kann. Disziplin gehört als Athlet dazu. Und ja, Motivation, Ehrgeiz, das Übliche, da jetzt immer sagen, ist das Wichtigste. Und das Allerwichtigste ist wirklich der Spaß. Mich freut das wirklich ganz besonders, wie sich der Sturmgang gehabt da so entwickelt hat. Der Herbert da an vorderster Front und trotzdem war ein Mastermind, würde ich schon sagen, aber natürlich auch die ganzen, was um ihn herum sind. Ja. Jeder hat seine Aufgabe, jeder macht seinen Part und ich habe das wirklich ein bisschen mitverfolgt. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte, dass sich das da entwickelt. Und ich kann nicht sagen, gut ab, macht es weiter so, Herbert, dankbar. Gell? Gratuliere. Ich darf euch natürlich alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen hier in Diepach, allen Ehrengästen ein herzliches Willkommen, allen Sponsoren natürlich ein herzliches Willkommen, aber ganz ein herzliches Willkommen von meiner Seite natürlich allen aktiven Sportlerinnen und aktiven Sportlern. Mich freut es wirklich, dass wir doch einige dabei haben, die was jetzt auch mitfahren beim Strudengau Cup. Ich möchte aber auch der Gelegenheit vornehmen, beim Strudengau Cup den Siegern herzlich gratulieren und alles Gute wünschen, aber auch Trainer, die was vielleicht nicht nur die Frühesten dabei sind, sondern ein bisschen hinten nachgefahren oder vielleicht durch Verletzung zurückgeschmissen worden sind. Nicht aufgeben, weitermachen. Nächstes Jahr geht es wieder neu los. Noch einmal herzlichen Dank und ich wünsche der heutigen Veranstaltung noch einen guten Verlauf. Das zeigt eigentlich schon die tolle Arbeit und das wird auch da jetzt für die Kinder extra erwähnt heute, dass wir da im Strudengau Cup eine sehr, sehr gute Performance abgeliefert haben. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Danke. Kannst du uns kurz erklären, welche Vorteile die Technologie hat? Wir stellen halt Skischuhe ein und machen halt Maßanfertigungen in die Richtung, wo man es braucht. Wir stellen auch Skischuhe links, rechts verschieden ein. Nicht so wie immer alles nach der Stange geht, sondern wir versuchen halt den Körper mit einzubringen und dieses Know-how, das wir da haben, das machen wir eigentlich mit Heder, mit Atomic. Es ist daher, glaube ich, auch ein großer Meilenstein gelungen mit der Anschaffung des Skisimulators. Ich denke, der Skisimulator ist jetzt wieder ein Schritt ganz nach vorn und wir sind sicher europaweit, denke ich mal, in diese Richtung absolut das führendste Unternehmen, das in diese Richtung geht. Wir haben auch Rückenscanner angeschafft, also wir haben jetzt über 1 Million Euro investiert in unseren Zubau und wir sind jetzt eigentlich so weit, dass man sagt, genauere Analysen gibt es einfach momentan zurzeit nicht und das können wir im Haus anbieten und somit immer einen Schritt voraus zu sein. Kannst du uns hinsichtlich Saison 2019-2020 schon einen Einblick geben, wie deine Trainingsplanung aussehen wird und welche Ziele du verfolgst für die nächste Saison? Ich werde jetzt mal schulisch die 5. Klasse in Waidhofen anschließen, dann im Herbst steht die Matura an und im Sommer eben für Konditraining, bin in einer neuen Trainingsgruppe dabei und wir werden auch viel oder einige Tage Skifahren. Und natürlich werde ich auch unseren Skisimulator daheim nutzen und ja, die Ziele für nächste Saison sind natürlich wieder hochgesetzt. Was würdest du sagen zum Beispiel, wenn man in ein paar Jahren eine Strudelcup-Läuferin ganz nach oben
kommen könnte oder würde. Und nichts ist unmöglich und lassen wir uns überraschen, weil das wäre dann die Leistung der Arbeit in Weltcuprennen umgesetzt. Und das würden nicht nur wir als Mürfüttler, sondern auch alle Oberösterreicher herzlich danken. Was wären so also deine Empfehlungen, speziell für Sommertraining in der Vorbereitung? Wie hast du das gemacht? Ja, indem ich ja Technikerin bin und mein die Kinderrennen und Schülerrennen eigentlich auch hauptsächlich Riesenslalomfahrt, da ich sagen, ist das Allerwichtigste einmal die Schnelligkeit und die Koordination. Was ich so gesehen habe, Inlineskaten finde ich auch immer sehr, sehr gut, dass man da durch die Hürden durchfährt, da wird man flink und das ist ganz, ganz wichtig. Gibt es noch Ziele, die du als Cheftrainer mit uns noch erreichen möchtest? Einfach immer 100% geben und dass wir fast alle bringen und skitechnisch verbessern. Es ist wesentlich leichter heuer, glaube ich, wenn wir da im Sommer beim Bild Stefan am Skisimulator durchtrainieren. Ich glaube, dass wir das um einiges weiterbringen. Ja, das war noch ein interessantes Jahr. Es waren spannende Ergebnisse, super Wettkämpfe, ja, und ich glaube, hier wird mir regeln, dann sind wir um 3 herum, wir fahren an, weil die Kinder warten schon geduldig auf die Pokale.